Schließlich lassen Sie mich eines noch sagen. Wir haben hier oft auch an diesem Platz darüber gesprochen, dass also in den Pflegeeinrichtungen die Impfpflicht schwer umzusetzen ist, die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen, und dass dann die Versorgung möglicherweise gefährdet sei, weil viele sich nicht impfen lassen. Das ist nicht eingetreten. Die Versorgung findet statt. Die also einrichtungsbezogene Impfpflicht funktioniert. Die Kommunen und auch die Länder haben eine großartige Leistung gezeigt, also in der Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Wir haben ja eine Handreichung geboten als BMG und als Gesundheitsministerium, das wird gemacht. Aber ich möchte hier mich ausdrücklich bedanken bei den Pflegekräften, die sich hier haben impfen lassen. Der ein oder andere sogar im Zweifel, was den Nutzen der Impfpflicht angeht, aber in der Pflicht, das zu machen, wenn man am Patienten arbeitet. Diese Menschen haben sich auf unsere Empfehlung und auf die Wissenschaft verlassen, haben das zum Schluss gemacht, obwohl wir in der Bevölkerung, in der allgemeinen Bevölkerung, die allgemeine Impfpflicht noch nicht umgesetzt haben. Daher möchte ich mich ausdrücklich bedanken für all diejenigen, die daran mitgearbeitet haben. Das ist ein wichtiges Projekt, weil wir haben derzeit wieder Ausbrüche in also den Pflegeeinrichtungen, aber es ist weit weniger, als es wäre, wenn die Impfquote nicht so hoch wäre in diesen Einrichtungen. Daher möchte ich mich da ausdrücklich bedanken.